bin ich wieder live auf Facebook, wie seit 55 Tagen immer und immer wieder. Sitze ich an meinem Fenster. Heute sitze ich am Doppelfenster, weil heute, ihr könnt euch gleich freuen, heute kommt wieder der Hilfsklave. Ja, der endlich hat der Hilfsklave wieder einen Auftritt. Gell? Viele fragen ja die ganze Zeit, also heute ist es wieder soweit. Genau, und heute klatsche ich für alle Musiker. Ich möchte heute für alle Musiker klatschen, die die ganze Zeit weiterhin Musik machen. Es ist 18 Uhr! Bravo! Was ein Wahnsinn. Schau, Zaungäste, unfassbar. Zaungäste, unglaublich. Unglaublich, es ist Samstag, alle grillen, aber trotzdem gibt es Leute, die dazu sind, unfassbar, gell? Also, Wahnsinn. Also, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich war heute einkaufen, ich habe das Gefühl, jeder grillt. Heute grillt jeder. Es gab kein Fleisch mehr, es gab kein Brot mehr, es gab gar nichts mehr. Ja? Also anscheinend hat jeder sein kleines Grillplatz irgendwo am Balkönchen, gell? Das gehört aber auch dazu. Ich meine, wir haben Ewigkeiten darauf gewartet, dass wir endlich grillen können. So gescheit, verstehst du, uns einräuchern. Vielleicht räuchert das ja das Coronavirus weg, wenn wir jeden Tag uns zugrillen. So, heute, wie gesagt, der Hilfsklave dabei. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gab einen kleinen Datenskandal wegen diesem Härtefallfonds und sowas, dass es jeder einsehen konnte. Ja, ich meine, da geht es ja nur um Künstlerdaten, gell, ist ja vollkommen wurscht, gebete, interessiert ja keinen, oder? Ja. Übrigens, wenn eine Firma das machen würde, also so einen Skandal anregen, wie das jetzt gerade bei der Regierung passiert ist, ja, die müssten extrem viel Strafe zahlen, extrem viel. Hui, der Bus! Oh mein Gott, der ist zu spät! Ein Wahnsinn, ich bin ganz irritiert. Der Bus. Na egal. Ich will nicht ablenken von diesem ernsten Thema, deshalb heute ein lustiges Liedchen mit dem Hilfsklapp. Du darfst auftreten. Ja, extra für euch hat er es sich schön gemacht. Er hat sich extra schön gemacht, ihr müsst euch anschauen. Wahnsinn, der hat auch schon einen Lagerkoller ein bisschen, aber egal. Gut, Spiel! Mr. Funky. Vor ein paar Wochen auf einer Pressekonferenz, da sagte Kurz, wir lassen niemanden zurück, heimlich versprochen. Volle Konsequenz, die trägt der Staat, er macht es gut, dann Stück für Stück die Finanzen. Finanzamt hat viel Arbeit sowieso, Härtefallfonds, 1, 2 oder bald 3. Wir hoffen schlussendlich ist für jeden was dabei und kein Stress mit Daten. Kriegst du bei der WKO kein Stress ohne Warten. Kriegst du ganz schnell einfach so. Ein. Bist überzeugt, es wird schon alles rechtens sein. Will wer wissen, wo wer mit wem denn wohnt? Interessiert es, von wem wird jemand entlohnt? Hat man es alles im World Wide Web dann sehen? Das ist doch nicht so schlimm, das kann man schon verstehen. Drum kein Stress mit Daten. Der WKO, kein Stress und ohne Warten. Wer braucht DSGVO? Kein Stress. Wahnsinn, so super, sehr schön. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen mit der WKO, was die so alles getrieben haben. Oder ich meine, oder die, danke. Oder die so, dass sie alle unsere Daten haben und eigentlich alles damit machen können, gell? Obwohl es eigentlich überhaupt nichts angeht, aber wurscht, wie gesagt, wir sind ja nur Künstler, braucht eh keine Sorge, wurscht. Wollte mal nur so gesagt sein, gell? Ein Applaus für den Hilfsklaven, ja, reicht auch schon wieder. Gut, morgen ist er natürlich auch wieder dabei, natürlich beim Corona-Lied, wir sind eben auch weiter, gell? Morgen ist Sonntag, ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wir sehen uns aus der Quarantäne und jetzt wird gegrillt! Guten Appetit, ja!